Luftwaffenbasis der US Air Force in Ramstein. Hier arbeitet Johannes Schlüter als Hausmeister. Ja, hallo? Ja. Die USA setzen überall auf der Welt Drohnen ein. Ramstein spielt in diesem Drohnenkrieg eine zentrale Rolle. Ja, und hier werden die ganzen Drohnenaufnahmen dann ausgewertet, ne? Also man kann entweder gucken, sind das normal people oder Terrorists? Und in diesem Fall würde ich sagen, ja, I think Terrorists here, you can... They're Terrorists. Ja, oder sind doch normal people, kann auch sein, aber ist mir jetzt auch Wumpe. Und was ist, wenn die Soldaten hier Fehler machen und die Drohnen Unschuldige töten? Nee, Präsident Obama kümmert sich ja persönlich darum, dass sie ja keine Fehler machen. Good evening. Make no mistake. Thank you. God bless you. Sehen Sie. Aber Herr Schlüter, hier wird doch von deutschem Boden aus ein illegaler Drohnenkrieg geführt. Nein, hier in Deutschland werden nur die Signale weitergeleitet. Die Drohnen selber werden ja von Amerika aus gesteuert. Anruf aus Amerika? Yes. Oh, the Satellite-Schüssel, yes. All right. Yes, I'm at the Satellitenschüssel now. Können Sie das mal halten? Ja. Okay, I fix it now. Schon besser? Ja. Okay, can you see something? Gut. Ja, es hat auch geklappt. Sie haben gerade den USA geholfen, Menschen zu töten. Nicht ich, wir beide. Ja, und hier unten ist unser Zwischenlager für Folterkandidaten. Die CIA hat ja früher über Ramstein so verdächtig in Länder ausgeflogen, wo noch richtig gefoltert wird. Und das tut sie heute immer noch? Nö, gar nicht mehr. Also wahrscheinlich erst wieder, wenn ein Republikaner wieder US-Präsident ist. Und so lange muss unser Abdul hier noch an der Wand hängen. Hallo. Ja. Tschüss. Passiert hier nochmal was? Johannes Schlüter. Hallo? Die gute Seele vom US-Stützpunkt Ramstein.